Ich hatte die Ehre, die Arbeit des Palliativnetzwerkes vorzustellen. Idee war, durch Aussagemöglichkeiten der bildenden Kunst den Inhalt und das Programm des Palliativnetzwerkes in die breitere Öffentlichkeit zu bringen. Von Herrn Meyer wohl angeregt, wurde eine Ideenskizze über einen längeren Zeitraum zur strengen Arbeit. Danken möchte ich Andreas Weber, der mir half, mit dem schwierigen Thema Sterben und Kunst umzugehen. Titel und Konzeption zu finden, war nicht einfach, da die Inhalte nicht festgeschrieben waren und auch schwerlich sind. Einige Gespräche mit den Mitgliedern des Netzwerkes waren nötig und sehr fruchtbar. Danken möchte ich hier den Künstlern, die spontan ein oder zwei Werke zur Verfügung stellten. Das ist Fee Fleck mit La Morte, Ulrich Hiemann mit Selbst, Achim Rebeck unter den Weinen mit seinem Boot, Wolfhard Tannhäuser mit Pendel und War Memorial I Believe in Syria, Dr. Linzel mit Jinx Nightmare, Pi Ledergerber mit seinen finnischen Findlingen und von Hermann Rapp Natur. Speziell für diese Ausstellung wurden neue Werke geschaffen von Hermann Rapp, Adieu Ursula, auf den Tod einer Freundin. Das ist diese Arbeit. Von Philipp Pirot, genannt der Stör, auf den Entzweit, heißt das Thema, das ist das ganze große Bild dahinter. So wie wurde Abschied von Elfi Clement durch Andreas Weber zur Videoinstallation verarbeitet. Hoffnung und Verwirrung stiftet der Gesang der Frösche von mir. Die Hommage an Pina Bausch hat der Ausstellung den Atem eingehaucht. Dafür danke ich ganz persönlich Dorte Wessel-Theron, ihren Kolleginnen, Ami Bachelor Moos, Antje Öhne, die sind Gott sei Dank schon genannt. In den schriftlichen Versen sind sie etwas untergegangen, leider. Deshalb besonderen Dank, die Performance war wunderschön. Mit ihrer Tanztruppe und spontan mit Leichtigkeit vor allem möchte ich ganz besonders danken. Unser schwerstes Objekt, das Boot mit Figur, hier im Rathaus zu Wasser zu bringen, um unsere Ausstellung zu vervollständigen. Also Mainz lebt und vor allem das Rathaus lebt. Herrn Fellhauer und seinem Team danke ich besonders für das Fingerspitzengefühl bei der Inszenierung dieses Raumes mit dem Thema Kunst zum Sterben. Andreas berichtet über die Arbeiten der Künstler.